Hi, hier ist Mr. Laguiole, heute mit 5 Kunstwerke von Jean-Michel Cailleron. Ich kann ja schon gar nicht mehr Laguiole Taschenmesser nennen, weil die wirklich eher Kunstwerke sind. Und in zweiter Linie Taschenmesser. Schauen wir uns die mal ganz kurz an. Wir haben hier diese fantastischen Taschenmesser, die nicht nur außergewöhnliche Griffmaterialien haben, sondern vor allem fantastische Bienen. Schaut mal, wir haben hier einen Adler, White Eagle, einen mechanischen Seepferd und mechanische Eule. Dann haben wir hier einen wunderbaren Elefanten und die Medusa. Wir werden heute natürlich einiges darüber erfahren, auch über die Griffe. Schaut mal, was für einen tollen Griff das hier hat. Aber wir werden heute auch einiges erfahren über Medusa, so ein bisschen in der griechischen Mythologie mal rumstöbern, dann besondere Eigenschaften von Adler und Elefanten. Wie immer wird natürlich eine Reise in der Zeit, in der Natur, in der Tierwelt. Die Laguiole Taschenmesser-Videos, die ich mache, sind immer voller interessanter Informationen, sodass es sich lohnt, hier dran zu bleiben. Bis gleich. Nicht vergessen, heute ist auch die Aktion 40% YouTube-Code. Das bedeutet, dass du ein Produkt deiner Wahl mit 40% Rabatt kaufen kannst. Voraussetzung dafür ist, dass du mindestens 4 Codes hast aus vergangenen Videos der letzten 4 Monate. Und dafür nutzen wir auch die Karmos-Code. Das heißt, du musst uns nur die 4 Codes oder Karmos-Codes nennen und schon erstatten wir dir im Nachhinein die 40% Rabatt. Und natürlich die weitere Voraussetzung ist, dass du mindestens einmal bis gestern, also heute ist ja Sonntag, wo ich das Video veröffentliche, auch wo das Spiel oder diese Aktion stattfindet. Und wenn du bis gestern entsprechend ein Produkt gekauft hast im Wert von 60 Euro, dann bist du ein Kunde von originallaguiole.de und kannst dann natürlich an dieser Aktion teilnehmen. Und rechtzeitig zu dieser Aktion haben wir auch diese wunderschönen Laguiole Taschenmesser oder Kunstwerke von Cailleron. Die sind speziell für uns gemacht, die sind auch nur bei uns erhältlich. Leider ist das ein oder andere auch schon bereits verkauft, während du dir das Video anguckst. Zum Beispiel der Seeadler oder der White Eagle ist bereits schon verkauft, schon zum Zeitpunkt dieses Videos. Das liegt auch daran, dass wir immer wieder auch zum Beispiel die Neuheiten vorab schon montags vorstellen in unserem Chat, Beratung und Laguiole Talk Chat. Das heißt also, montags kann man sich treffen dort. Wir chatten dort unverbindlich miteinander, also ohne Video, nur textmäßig, tauschen uns entsprechend über die Laguiole Welt aus. Und ich stelle da auch immer wieder Neuheiten vor, die in der nächsten Woche oder ein, zwei Wochen entsprechend in unserem Shop reinkommen. Und wenn jemand sich das anguckt, das Video, dann kann natürlich das ein oder andere Produkt reservieren oder natürlich auch in Gesprächen mit euch zeige ich auch immer wieder gerne oder schicke euch gerne entsprechend Bilder von Neuheiten, so auch hier in diesem Fall der Seeadler erfolgte, wurde zwar Montag gezeigt, wurde aber dann im Nachhinein durch ein Telefongespräch verkauft. Also wenn ihr euch interessiert für Neuheiten und schneller dran sein wollt als die anderen, dann schaut montags vorbei oder chattet mit mir, spricht mit mir. Ich zeige euch natürlich, sofern Bilder da sind, auch solche Produkte, die demnächst kommen werden. So, jetzt für immer genießen wir erstmal diese wunderschönen, phänomenalen Taschenmesser, die du ja schon bereits ganz schnell am Anfang des Videos gesehen hast. Sehen wir jetzt in einer wunderschönen Dia-Show zusammen natürlich wie mit Naturaufnahmen aus Finnland. Und denk dran, wenn du auch so wunderschöne Naturaufnahmen hast und uns einschicken möchtest, dann können wir die möglicherweise in Zukunft in einer der Videos präsentieren, sofern du uns natürlich die Erlaubnis dazu gibst. Jetzt erstmal kommen Videos oder Fotos von Finnland, von unserem Fotografen dort, Bruno Kaiser. Bis gleich. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way.
seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Brother, help me up, I've fallen down. I know that I've hurt the ones that I hold dear, the ones I love. Thought that I would find the answers, drinking till my feet felt numb, just like Father did when I was young. I don't know how I could be so dumb. I've been lost far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it seems. Brother, help me up, I've fallen down. Have you ever felt like someone who's meant to be somewhere else? Caught inside a state of mind where nothing is really making sense. That's why I've been left here on the ground. Sister, help me up, I've fallen. I've been lost far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it would seem. Brother, help me up, I've fallen down. I've fallen down. Ich bin wirklich unglaublich glücklich,
die Werke, die Kunstwerke von Jean-Michel Caniro hier vorstellen zu dürfen und in unserem Shop verkaufen zu dürfen. Und wenn du ein bisschen mehr über ihn erfahren möchtest, hier in dem Video, in dem ersten Video, wo ich seine ersten zwei Kunstwerke vorgestellt habe, da habe ich ein bisschen mehr über ihn erzählt und vielleicht ein bisschen über seine Geschichte, wo er bis jetzt gearbeitet hat, seit wann er selbstständig ist. Also schau dir das Video an, da sind sehr viele wertvolle Informationen über Jean-Michel Caniro. In Zukunft werden wir auch auf unserer Seite entsprechende Informationen über ihn aufschreiben. Wir haben dazu eine spezielle Seite über die Künstler, über die Schmieden, und dort stellen wir diese entsprechend vor, ein bisschen mit deren Geschichte und Bilder. Und ja, das sind mittlerweile viele, und die wir da auch auf unserer Seite haben. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Informationen. Das heißt, als nächster ist Jean-Michel Caniro. Philippe Voisier fehlt da auch noch in dieser Übersicht, kommt auch noch demnächst, und so erweitern wir ständig unsere Seite. Aber kommen wir jetzt direkt zu dieser Vorstellung der Taschenmesser. Vorher denk dran an die Karmos-Punkte, dass du dir den Code aufschreibst. Da bekommst du natürlich Rabatte beim nächsten Mal, wenn du was bei uns einkaufst. Du siehst hier auch weiter unten in den Beschreibungen, siehst du den Link direkt dahin, sodass du dich informieren kannst, was Karmos-Code bedeutet oder was die Karmos-Punkte-System bei originalagiol.de bedeutet, sodass ich das nicht jedes Mal in einem Video komplett neu erklären muss. So, schauen wir uns jetzt die Produkte an. Moment, ich habe noch vergessen, wollte dennoch noch mal kurz ein bisschen Werbung machen für unsere Weihnachtsaktion. Das ist ja die Aktion, wo wir unsere Gruppenchat praktisch öffnen, den ganzen Tag. Und wenn du natürlich schöne Bilder hast von dem Tannenbaum, das du aufgebaut hast, von dem Weihnachtsessen, was du gemacht hast, oder Heiligabend, dann kannst du dir einstellen, so dass andere, die vielleicht alleine sind, die vielleicht nicht so, im Moment Lust und Spaß haben an dem Weihnachtsfest, die können sich dort anschauen, die Bilder, die du hochgeladen hast, und weil du ja natürlich unter dem Nickname dich da einloggst, weiß auch keiner ganz genau dein Name oder kann es nicht unbedingt zuordnen, es müssen auch nicht unbedingt Gesichter oder Personen auf dem Bild sein, aber die anderen, die eben das nicht diese Möglichkeit haben, so einen schönen Tannenbaum oder ein leckeres Abendessen zu machen, haben die Möglichkeit, sich an deinen Bildern zu erfreuen und so ein bisschen mitmachen, vor allem an dieser Echtheit. Und das finde ich ja ganz wichtig. Also nicht nur irgendwelche gestellten Bilder im Fernsehen, in Filmen, wo alles so fantastisch phänomenal ist und so unglaublich irreal, sondern dass die Menschen sich erfreuen an etwas, was wirklich tatsächlich stattfindet. Hier bei uns, ja, hier bei dir, bei den Lagiol-Fans. Und so sehen die das echte Leben und können sich auch daran erfreuen. Das finde ich ja ganz wichtig, dass man auch an dem anderen teilnimmt, und ja, das finde ich immer total super, und deswegen lasse ich ja den ganzen ersten Weihnachtstag am 25. Dezember den Chat geöffnet, sodass du jederzeit, wenn du möchtest, dich mal kurz einloggen kannst, schauen kannst, was wurde schon gezeigt, was hat vielleicht der eine oder andere gesagt, dann kannst du entweder deine eigenen Bilder hochladen oder dich daran erfreuen, was andere hochgeladen haben. Also viel Spaß und Freude, und denk dran, dich kurz einzuloggen. Dahin. Aber jetzt kommen wir zu den Taschenmessern. Fangen wir an mit diesem tollen Seeadler, beziehungsweise eigentlich wie fast immer zeige ich kurz die Übersicht, die Preise und die Gewichte. Wir haben hier den White Eagle mit 77 Gramm und 890 Euro. Dann haben wir hier die Edition Messe, das ist das mechanische Seepferd mit 76 Gramm und 855 Euro. Snow Elephant mit 81 Gramm und 885 Euro. Mele, mechanische Eule, mit 875 Euro, 74 Gramm. Und Medusa, das ist ein ganz außergewöhnliches Messer. Wir werden gleich noch einiges über Medusa erfahren. Über 82 Gramm und 875 Euro. Fangen wir jetzt an mit dem schönen Seeadler White Eagle. Also, wenn ich mir das mal angucke hier, diese Arbeit, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass der Jean-Michel Caniro besonders große, schöne Bienen macht, also deutlich größer als andere. Und hier kann man nochmal sogar schön sehen, das Holz wurde auch entsprechend dem Seeadler hier nach unten entsprechend
ein Loch gemacht, sodass dieser wunderschön große Kopf passt. Das heißt also, er orientiert sich nicht immer unbedingt an dem Platz, der da ist, sondern er macht Platz für seine Kunstwerke. Das finde ich ja total, total cool. Die anderen orientieren sich eher an dem Platz. Und man kann auch hier sehen, dass zum Beispiel der Adler ein bisschen überragt oder wirklich den maximal großen Platz einnimmt. Wenn man sich das mal anguckt, also wirklich total schön. Ich finde es super, wenn er so groß ist, weil wenn die Bienen so groß sind, dann kann man natürlich wunderbar viele Einzelheiten machen, Details. Und schau mal, wie kraftvoll dieser Adler hier wirkt. So wahnsinnig, hier bin ich total stolz, mächtig und wahnsinnig stark. So. Also das Messer vibriert so vor Stärke, vor Adlerstärke. Wahnsinnig, wie er das hinbekommen hat durch diese Metalloberfläche, wie er diese Kraft so transportiert. Fantastisch. Natürlich hat er im Rücken einige Federn mit eingebaut, passend zu dem Adler. Und hier haben wir einen Griff aus Pappelholz. Besonders toll marmoriert. Schaut mal, wie wunderschön kontrastreich das auch marmoriert ist. Es ist ein stabilisierter Pappelholzwurzel. Hier haben wir den Namen Cairo drin. Und jetzt schauen wir uns ein paar Sachen über den Adler mal an. Adler haben Flügelspannweiten größer als ein Mensch groß ist, Geschwindigkeiten von mehrere hundert Stundenkilometer und eine unglaubliche Sehschärfe. Adler sind beeindruckende Tiere und können sogar Drohnen abwehren. Der größte in Europa heimische Adler ist der Seeadler mit einer beachtlichen Flügelspannweite von bis zu 2,60 Meter. Wahnsinn, oder? Steinadler, die größten Laubvögel Nordamerikas, können im Sturzflug bis zu 300 Stundenkilometer schnell werden. Sie zählen damit nach dem Wanderfalken als zweitschnellster Vogel der Welt. Im normalerweise horizontalen Flug erreichen sie Geschwindigkeiten von 120 Stundenkilometer, aber normalerweise eher 50 Stundenkilometer. Damit fliegen die eher gemütlich von einem Ort zum nächsten. Ob Steinadler, Seeadler oder Fischadler, sie alle bleiben in der Regel ein Leben lang mit ihrem Partner zusammen, führen also sozusagen eine monogame, treue Dauerehe. Abgesehen von Krankheiten oder Milben haben Adler keine natürlichen Feinde. Ja, bis auf die Menschen natürlich. Ne? Adler nutzen ihre Horste, so heißen die Nester bei der Adler, übrigens jahrelang. Es ist schließlich auch ein beeindruckendes Gebilde. Der Horst eines Seeadlers kann etwa 2 Meter Durchmesser und ein Gewicht von bis zu 600 Kilogramm erreichen. Die Horste von Weißkopfseeadler in Amerika können sogar bis zu 2 Tonnen wiegen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Seeadler sind nicht nur ziemlich groß, sie werden für Vögel auch ziemlich alt. Bis zu 40 Jahre kann ein Seeadler werden. Stein- und Fisch- oder Schreiadler werden 20 bis 30 Jahre alt. Und übrigens, die Adler sind das zweithäufigste Wappentier, ne, weil es natürlich voller Kraft und Stolz auf dem Wappen natürlich daherkommt. Also ich finde, das hier könnte auch durchaus als Wappentier gelten. Echt beeindruckend. Eine ganz tolle Arbeit. Hier auch nochmal seine Initialien. Wir haben hier die Edition Plain, also keine Metallbacken am Anfang und am Ende. Und Brosé, das heißt, dass die Oberfläche mattiert ist. Ja, tut mir leid, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich würde es am liebsten 1000 Mal drehen und mir das angucken. Das ist wirklich so wunderschön gemacht. Wow. Zumal das ja schon verkauft ist, es muss es morgen schon direkt verschicken. Dann habe ich nicht mehr allzu lange davon. Kommen wir zu dem zweiten Taschenmesser. Das gehört zu einer Reihe von mechanischen Tieren. Wir haben hier dafür den Namen Mese
von mechanisches Seepferdchen. Und schön finde ich auch, dass sie hier praktisch weiter fortgeführt hat, diese mechanischen Schrauben und Elemente, sodass wirklich der gesamte Rücken, nicht so wie bei dem Seeadler zum Beispiel mit Federn, das entsprechend natürlich dazu wunderbar passt, sondern eben halt hier genauso wie bei der Eule. Sorry für dieses ständige Hin und Her jetzt hier. Bei der Eule haben wir auch diese mechanischen Teile am Rücken. Und das passt natürlich zu dem wunderbaren Seepferdchen hier. Na, guck mal, es ist, obwohl es so mechanisch dargestellt ist, finde ich total niedlich und süß. Unglaublich toll gemacht und diese Fantasie, die er dabei hat. Richtig toll. Und auch hier wurde natürlich das Holz entsprechend freigeschaufelt. Für die Größe des Seepferdchen. Auch hier guckt natürlich zum Beispiel der Mund des Seepferdchen über das Messer hinaus. Also richtig, richtig toll. Wir haben hier einen Griff aus Micarta. Micarta ist ein dekoratives Hochdrucklaminat auf der Basis von Papier oder Baumwolle, das speziell mit Phenolharz vermischt wird. Micarta ist jetzt hier ein spezieller Markenname für Verbundstoffe aus Leinen, Leinwand oder Papier, Glasfaser, Kohlefaser oder andere verhärtete Polymere. Und das Schöne ist aber, dass man hier so eine ganz tolle Struktur erreichen kann, die so ein bisschen dreidimensional aussieht. Oder? Also ganz interessant. Ist natürlich auch sehr robust, widerstandsfähig. Geht nicht so schnell kaputt, auch Dellen verschluckt das natürlich einigermaßen gut. Micarta ist ein super Werkstoff, wenn man Outdoor-Taschenmesser macht. Also ganz, ganz viele Outdoor-Taschenmesser haben Micarta-Griffe, weil das wirklich sehr robust, widerstandsfähig ist und nicht mal eben so kaputt geht. Und hier aber bei den Lagiol-Taschenmesser haben wir nicht nur robuste, schöne, sondern natürlich auch von der Farbe her ganz fantastische. Also hier mit dieser Farbenpracht in Türkisblau passt natürlich auch wunderbar mit dem Gelben hier, diese gelbe Einlage zu einem mechanischen Seepferd, also fantastisch. Das dritte Messer, das wir hier haben, ist der Elefant, und zwar der Snow Elefant. Ich habe den einfach Snow Elefant, weil ich die Bilder, die ich dazu gemacht habe, mit einem Hintergrund aus Schnee gemacht habe. Da hat er nämlich hier gerade geschneit in Wuppertal, und da habe ich die Bilder noch während des Schnees, und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nehme ich den einfach Snow Elefant. Und auch hier natürlich ein ganz prachtvolles Tier, richtig gewaltig groß. Und ich muss sagen, ich finde es immer wieder toll, wenn hier die Bienen, also hier in dem Fall der Elefant, natürlich hineingeht, in die Guilloschage hinein. Also nicht hier aufhört, so wie sehr oft die Biene zum Beispiel, sondern hineingeht. Finde ich ja wirklich total cool sowas. Dann ist der Elefant Teil des Messers als Ganzes und nicht nur einfach irgendwo oben aufgesetzt. Und auch hier mit so vielen Details und Liebe zum Detail, unglaublich. Wir haben hier einen Griff aus Ebenholz. Schau mal, wie wunderbar schwarz das ist. Also ich liebe Ebenholz, weil diese Schwärze, dieser schwarze Holz so irgendwie unnatürlich ist. Obwohl es vollkommen 100% natürlich ist, ist es ungefärbt. Nicht so wie bei Pappelholz zum Beispiel. Pappelholz wird auch nochmal extra eingefärbt, weil sonst das Holz ziemlich hell ist. Ist hier Ebenholz wirklich natürlich schwarz. Wahnsinnig, es ist immer beeindruckend für mich. Können wir ein paar Sachen über Elefanten mal jetzt hören. Das sind wirklich total außergewöhnliche Tiere, wahnsinnige Tiere. Also Elefanten legen im Schnitt am Tag eine Strecke von 25 Kilometer zurück, um Nahrung zu finden. Bei einer Notzeitwanderung können Elefanten in einer einzigen Nacht sogar bis zu 80 Kilometer bewältigen. Die dicke, robuste Elefantenhaut ist ein Mythos. Die Wundheilung bei Elefanten dauert etwa 2 bis 3 Mal so lang wie bei Pferden. Selbst nach der Heilung
benötigen die Tiere noch mindestens einen Monat Ruhe, weil die noch sehr zarte Haut leicht wieder aufreißen kann. Unglaublich, das hätte ich nie gedacht. Die Elefantenhaut blutet sogar nach einem Bremsenstich. Während der Geburt eines Elefantenbabys stellen sich die anderen Elefantenkühe vor die Mutter und beschützen sie. Ganz interessant finde ich halt, dass die Vorfahren der Elefanten sich wahrscheinlich im Wasser aufgehalten haben. Ähnlich wie die Seekühe, die noch heute lebenden nächsten Verwandten der Rüsseltiere. Auch anatomische Besonderheiten weisen darauf hin. Zum Beispiel haben die Elefanten Embryonen, zeigen eine besondere Nierenstruktur, die für Wassertiere typisch ist. Außerdem, das wusste ich auch nicht, haben Elefanten genau wie Wale und Seekühe und im Gegensatz zu den meisten anderen Landsäugetiere innenliegende Hoden. Und heute noch benutzen die Elefanten ihren Rüssel beim Schwimmen wie eine Art Schnorchel. Elefanten können über lange Distanzen hinweg mit ihren Artgenossen kommunizieren und Kontakt halten. Dazu wenden sie seismische Kommunikationssignale an, die sie durch ihre Füße aufnehmen. Die Schnüffelkraft der Elefanten ist 5-mal stärker als die Nase von Menschen, doppelt so stark wie die von Hunden und sogar stärker als der bisher bekannte Rekordhalter im Tierreich, die Ratten. Und damit können sie in Zeiten der Not auch unterirdische Wasserquellen aufdecken. Also wirklich, manchmal sind ja solche Fakten aus der Tierwelt so erstaunlich, da denke ich, wow, ja, ich bin jetzt schon 55 Jahre alt, habe ich so viele Tiersendungen gesehen und ich habe die ja gerade auch als Jugendlicher geliebt, richtig über alles. Und manche Sachen wusste ich trotzdem nicht, dass die über seismische Signale untereinander kommunizieren und dass ihre Füße so dermaßen empfindlich sind, dass sie das da entsprechend miteinander kommunizieren können. Erstaunlich, ne? Wahnsinn. Genauso wahnsinnig ist natürlich auch dieses Messer. Ich finde es total schön, dass der Cairo hier so viel Wert legt auf diese Details. Toll. Das vierte Messer passt dazu, zu der Seepferdchen. Und zwar ist das die Eule, die mechanische Eule, die Mähle. Und auch hier haben wir wie beim Seepferdchen natürlich der Rückengelochage genau passend zu dieser mechanischen Eule und auch natürlich hier diese wunderschöne Griff. Das ist aus Nida. Nida ist eine Kombination aus diesem total interessanten Wabenstruktur aus Aluminium, die gefüllt sind mit Kunstharz. Und somit ist es auch ein künstliches Material, genauso wie bei dem Seepferdchen, das ist auch künstliches Material, während bei den anderen eher natürlicher Art sind. Und deswegen passt das ja auch hier zu dieser mechanischen Eule, die Mähle. Ich fand den Namen Mähle einfach total süß, deswegen haben wir das erstmal so getauft von mechanische Eule Mähle. Aber auch hier unglaubliche Detailgenauigkeit. Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Taschenmesser, die Medusa. Der Rücken, die Rückengelochage ist so ein bisschen in der traditionellen griechischen antiken Muster, die auch teilweise an den Säulen dran waren. Dann haben wir hier an der Seite zwei Einlagen, einmal schwarz, einmal gelb. All die anderen Messer haben, wenn überhaupt, also eine Einlage, wie zum Beispiel hier in gelb, aber zwei, das ist eher selten. Sehr, sehr interessant aus und ganz außergewöhnlich ist der Griff. Das ist ja ein Tannenzweig, also nicht ein Tannenzweig, ein Tannenzapfen, das gefüllt wurde mit Kunstharz. Und das ist natürlich total passend zu Medusa, die ja in den Haaren Schlangen hatte und die sehen hier natürlich aus wie viele, viele, viele kleine Schlangen.
Ich finde es immer total bewundernswert, wie einfach alles zusammenpasst, der Griff, die Materialien, die Rücken, der Kopf, unglaublich toll. Und auch hier wurde dann ebenfalls, wie man sieht, das Holz und alles entsprechend an die Biene angepasst, eine Schlange in den Kopf. Und auch hier ist wunderbar gelungen, hier diese Medusa, unglaublich toll. Ein paar Fakten über Medusa. Also in der griechischen Mythologie war Medusa eine der drei Gorgonen, so heißen diese drei, und Tochter von zwei Meeresgottheiten. Während Medusas Schwestern allerdings unsterblich waren oder ewig lebten, war sie die einzige sterbliche Gorgone. Altgriechische Überlieferungen zufolge galten die Gorgonen ursprünglich als furchterregende Kreaturen, die seitdem sie zum ersten Mal das Licht der Welt erblickten, sahen sie entstellt und missgebildet aus. Allerdings, und das ist wirklich sehr interessant, änderte sich mit der Zeit dieses Bild. Die Gorgonen wurden zu betörenden Schönheiten und Medusa war die allerschönste von ihnen. Ihr Ansehen raubte Männer den Atem. Sie lagen ihr reihenweise zu Füßen. Selbst der mächtige Meeresgott Poseidon konnte Medusa nicht widerstehen und verliebte sich Hals über Kopf in sie. Doch die Medusa diente im Tempel der Göttin Athen und verpflichtete sie somit dazu, rein zu sein oder zu bleiben. Poseidon interessierte das allerdings nicht. Eines Tages erwischte Athen die beiden eng ineinander verschlungen. Ob Medusa Poseidons Zuneigung erwiderte oder Poseidon sie vergewaltigte, ist nicht eindeutig geklärt. Wie auch immer, in Athen brodelte es vor Wut, denn Medusa hatte freiwillig oder nicht ihren Eid gebrochen. Und noch dazu mit Poseidon, der Athen ohnehin immer wieder ein Dorn im Auge war. Um sie für ihren Verrat und die Entweihung des heiligen Tempels zu bestrafen, verfluchte Athene die Gorgone und verwandelte sie in ein Ungeheuer. Nochmal kurz natürlich zu der Geschichte, wie ihr Kopf abgeschlagen wurde. Perseus war der Sohn von Zeus und wuchs aber mit seiner Mutter und einem Stiefvater auf einer Insel auf. Er wird von dem dortigen König auf der Suche nach Medusa geschickt, um ihm das Haupt der Medusa zu bringen. Der Grund dafür war letztlich eine List, denn der König begehrte die Mutter von Perseus und wollte ihn loswerden. Perseus war gegen diese Beziehung. Normalerweise hätte Perseus keine Chance gegen Medusa gehabt. Aber da Perseus der Sohn des Zeus war, wurde er von den Göttern unterstützt. So erhielt er von Hades die Tarnkappe, von Hermes ein paar geflügelte Sandalen, von Athen einen reflektierenden Bronzeschild und von Hephaistos ein Schwert. Mit diesen göttlichen Gaben suchte Perseus Medusa auf und enthauptete sie mit dem Bronzeschild, während sie schlief. Übrigens, wenn du diese ganzen Begriffe der griechischen Mythologie, diese Götter, ein bisschen mehr erfahren willst, wer war Hades genau, wer war Hermes, ich habe hier in diesem Video, wo ich die entsprechenden Messer mit den griechischen Göttern veröffentlicht habe, da habe ich noch viel, viel mehr erzählt über die einzelnen Götter, sodass du, wenn dich das interessiert, natürlich viel mehr darüber erfahren kannst. Unmittelbar nachdem die Gorgone enthauptet worden war, entstieg ihrem Hals das geflügelte Pferd Pegasus. Ungefähr zur gleichen Zeit erschien aber auch die Schwester der Medusa und verfolgten Perseus. Doch der Held entkam, indem er die Tarnkappe benutzte. In einigen Versionen des Mythos hieß es, er habe auch Pegasus mitgenommen und ist damit weggeflohen. Danach flog Perseus mit den Sandalen des Hermes oder Pegasus davon und nahm Kurs auf seine Insel. Doch bevor er auf die Insel zurückkehrte, gab es noch einige andere aufregende Abenteuer zu bestehen. Auch wenn Perseus im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, könnte man argumentieren, dass die Verwandlungskraft des abgeschlagenen Hauptes der Medusa eine entscheidende Rolle in den folgenden Abenteuer des Helden spielte. Er schlug ihr Kopf ab und steckte es in einem Sack. Später konnte er es noch mehrmals als Waffe verwenden und seine Gegner mit dem schrecklichen Anblick zu Stein erstarren lassen. Später schenkte er Athen den abgeschlagenen Kopf und sie befestigte ihn als Schutz
auf ihren Schild. Und das sieht man auch immer wieder, auch im Mittelalter gab es immer wieder Schilder, die der Kopf von Medusa da drauf hatten, sozusagen als Abschreckung und auch als Schutz vor den Feinden. Das heißt, also das Messer steht eben halt nicht nur jetzt für Medusa, für ihre Geschichte, sondern auch als zur Abwehr von Feinden, von Bösen. Ne? Sehr, sehr interessant daher. Umso mehr ein solches Messer zu besitzen. Und hier finde ich halt, dass natürlich Cailleron die Dame wahnsinnig gut getroffen hat. Die ist auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite irgendwie furchterregend, sodass man wirklich fast schon zu Stein erstarrt, wenn man das sieht. Sehr schön. Wir haben hier ein paar fantastische Messer gesehen und wir sind noch dran, mit Herrn Jean-Michel Cailleron weitere Messer zu machen, unter anderem auch die Icarix. Er ist dabei, Icarix zu machen für uns, das der Herr Dauvilliers auch schon bereits gemacht hat. Ich bin gespannt auf seine Interpretation dieses Icarix. Was Icarix war, siehst du hier oben. Das haben wir auch in einem Video bereits schon vorgestellt. Das ist ein ganz, ganz kraftvolles Messer für ganz Besondere unter euch, die entsprechend Kämpfe mit dem Leben gehabt haben. So, da bin ich ja gespannt, was demnächst kommt von Herr Cailleron. Und auch Philippe Voisier ist ebenfalls dran, ein Icarix für uns herzustellen. So, hat mich gefreut, das Video für euch zu machen. Es würde mich freuen, wenn ihr eine Weihnachtsaktion entsprechend teilnehmt, euch einloggt und Fotos einlädt, hochlädt oder entsprechend mitguckt. Denkt dran, dass am ersten Weihnachtstag einfach zwischendurch mit dem Handy mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten natürlich kümmert euch um eure Familie, um eure Liebsten, um eure Verwandten. Und denkt dran natürlich auch mein Video entsprechend zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Malagiol.